Herzlich willkommen zurück bei Anno 1800. Wir haben es geschafft, in der letzten Folge die neue Welt endgültig unter unsere Fuchtel zu bringen. Unsere Schiffe werden jetzt im Moment brauchen, bis sie zurückgefahren sind und repariert worden sind. In der Zeit werden wir uns einfach mal hier ein bisschen um den Aufbau kümmern. Das machen wir aber dann gleich ein bisschen anders. Ich mache mal hier erstmal so. So. Dann hier noch. Ja, genau. Ach du Scheiße, was ist das denn? Schiff vom Stapel. Machen wir mal so. Geht's hier noch einmal rüber? Schiff vom Stapel gelaufen. So, in diesem vom Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, ich hab keinen Stahl mehr. Diese Stadt zieht helle Köpfe, Mann. Ganz wunderbar, ja, finde ich auch. So, dit. Dann haben wir jetzt hier zum Glück noch ein bisschen Stahl. Wieder verpeilt. So rum sollte das sein. Das sind, glaube ich, ein bisschen zu wenig Gleise. Wir sollten hier noch eine zweite Straße mal mit aufmachen. Einfach so. Machen wir mal so. Ja, so in dem Format hatte ich mir das vorgestellt. Dann gibt es jetzt hier nochmal ein bisschen Ölspeicher. Schiff vom Stapel gelaufen. So. Du gehst hier rüber. Mal drehen. Sind unterwegs. Dann das Material hier alles schön abladen. Das Holz sollte genau auch mehr als ausreichen. Nochmal drüber schauen. Dampfmaschinen haben wir ja noch nicht weiter gebraucht, deswegen sollte das auch passen. Und Steine. Perfekt. Sind unterwegs. Dü-dü-düm. Erfolgreiche Belagerung. Krieg erklärt. Rumknappheit. Scheiß drauf. Passt so. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. So, und ihr fahrt jetzt mal bitte wieder alle in die alte Welt nach Milchkuchen. Höhe stabil. Du schmeißt mal das von Bord und sammelst mal Aluminium ein. Brauche ich überhaupt Aluminium? Ich will ja keine Briefkästen dahin bauen. Ach, doch, ich brauche Aluminium für den, den Pendlerkai. Den luftigen Pendlerkai brauchen wir. So, dann machen wir als nächstes mal ihn hier. Schön, dass Sie sich Zeit. Natürlich haben wir jetzt ein paar zu wenig Journaleros. Oder kriegen wir auch noch einen? Ach du. Kacke, was ist denn? Noch schwimmen wir, Admiral. Du hast wohl aufgegeben, zu versuchen, ja zurückzufahren oder wie oder was. Naja. Tritt drauf, Junge. Tritt drauf. Huch, was ist das denn?
Kahn. Cool, cool. Warum sehe ich den jetzt erst? Nett. Nett, nett. Feuerwehr. Machen wir es so. Boah, schon. So, was können wir noch einsetzen? Ne? Polizia. Ist ja gerade das, mit das einzige Gebäude, was hier auf der zweiten Seite ist. Natürlich. Die kommt dahin. Die Hütte. Eine Kapellinski. Packen wir mal. Und 2,4, sonst da unsymmetrisch. Machen wir es so. Ja, machen wir es so. Machen wir es so. Ja, machen wir es so. Wie wäre es denn mal hier mit einer etwas dickeren Straße? Wenn wir hier den Besucherhafen hinpacken. Könnte man doch... Machen wir den hier oder ein bisschen weiter hier oben hin? Wollte ich auch die ganze Insel hier vollbauen oder nur einen Teil? Ich glaube, hier wollte ich nur einen Teil vollbauen, ne? Machen wir hier so... Ja, hier noch ein paar Häuser hin, dass wir hier so einen Cut haben. Und dann machen wir hier so einen Cut. Und dann kommt der Besucherkai hier einfach hier vorne hin. Und die ganzen Hütten hier, die brauchen wir dann nicht mehr. So. Machen wir das so. Den halt darüber und dann kommt hier der Weg halt hin und da kommt noch ein Weg hin. Dann kommt hier halt noch ein Weg hin und dann machen wir hier halt noch eine zweite Brücke mit hin. Ne, das sieht kacke aus, das machen wir nicht. Die kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Insel eines Konkurrenten wird belagert. Das sieht doch aber auch nicht schön aus. Wenn wir die jetzt hier mal so machen, haben wir hier 1, 2. Zack, 1, 2, zack. So, so. Hier ein Weg, da ein Weg, da ein Weg. Och, war ja klar. Komm her, so. So ist besser. Dann kommt hier was hin, dann kommt hier was hin. So schöne Dreierblocks.
So. Komm, jetzt ziehen wir hier den Weg mal durch. Bis zum Ende. Kommt da was hin, da was hin, da was hin. Dann ist das hier aber wieder nicht symmetrisch. Scheiß Ding. Kommst du halt dahin. So. Okay, keine Steine, auch gut. Wir müssen jetzt eigentlich auf Zeitlupe. Mach doch normal Zeitlaufen. So. Zeig ich mal ja, was ist hier los? Zu schön, um wahr zu sein? Natürlich nicht. Die Angst hat uns im Griff. Belohnung entdeckt, jawohl. Geil. Bananen. 10 Bananen, 10 Mais. Nehmen wir die mit. Ich hab schon Schlimmeres gesehen. Müll. Ein Krankenhaus. So, dann ziehen wir hier nochmal ein paar Häuser hin. Aber nur um da so einen kleinen Cut reinzukriegen und dann passt das. Dann ist hier nun finito. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Worauf hatten wir hier? Achso, genau, auf das Aluminium. Höhe stabil. Bap, 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 bap. Dann machen wir mal hier so einen super krassen Hafenbereich hin. 3 und 3, so. Ich wusste, dass diese Crew sie nicht. Nice. Was kriegen wir denn Schönes? Sie haben neue Pflanzenarten entdeckt. Und zwar einmal Lotusblumen Angel Wings. Bogenhafen. Bogenhanf. Heckenlabyrinth. Na gut. Auf jeden Fall den weißen Tiger packen wir einmal runterwärts. Und der Zoo muss einmal gepimpt werden. Wie kommt der denn nicht hin? Frechheit. Immer noch nicht. So, Dankeschön. Setzen wir mal hier noch ein paar Gehege hin. Weißer Tiger, Hallöchen. So, botanischer Garten. Nichts weiter verfügbar. So, Angel Wings haben wir jetzt hier. Banyas Palme. Da war davon gar nichts. Indische Basilikum, ja, das haben wir. Das haben wir. Affenleiter haben wir vielleicht das auf jeden Fall nicht. Nein, nein, nein. Das haben wir auch alles nicht. Das haben wir. Ras haben wir. Ich glaube, das haben wir auch, aber ich glaube, Papyrus haben wir nicht. Ansonsten könnten wir Nordost voll machen. Wir können ja mal kurz in der alten Welt schauen. Funktioniert ja darüber nicht. Müssen wir hier gucken. Items. Blaue Lotusblume. Die können wir ja mal hier in unseren geilen Hangar hineindrücken. Und zwar Rathaus Kulturobjekte. Das hier, das da. Rhododendron. Ihr Hafen wird angegriffen.
Das Ding hatten wir noch gesagt. Ihre das Ding. Achso, dann machen wir mal das hier mal kurz mit. Kommt das da jetzt rein? Und das da. Fehlt Papyrus tatsächlich. Ja, hört mal. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Gut, sollen sie erstmal alles machen, was sie meinen. Propeller drehen sich. Ich kümmere mich erstmal um meinen Scheiß hier. Setzen wir mal das gute Stück hier hinten so hin. Geht's einmal hier rum. Das waren drei, ne? Genau, machen wir das mal schön symmetrisch. So. Einmal bitte Tag einstellen. Dankeschön. Ihre Leute halten nicht mehr lange stand. Achso, ja, alles gut. Das gute alte R-Café von Vor. Ich sollte gleich hier einen Triumphbogen errichten. Herzlichen Glückwunsch, das mal. Ich fürchte, hier braucht es einen kompletten Neuanfang. Naja, dann viel Spaß. So, pass mal auf den. Packen wir mal lieber nach hier drüben. Das R-Café. Außerdem brauchen wir ein Item-Terminal. So, pass auf. Das Item Terminal kommt nach hier. Machen wir mal so hier hin. Sehr schön. Luftpostlager brauchen wir nicht. Pendlerstation. Kommt auch mal mit nach hier. Zack, und schon haben wir hier reichlich Leute. Das heißt, wir können das einmal ausbauen. Und da fehlen uns Steine für. Neue Befehle. So, bitteschön. Dampfwagen. Können wir immer noch nicht abpacken, aber egal. Schmeiß mal. Mehr Druck im Kessel. So, dann fahrt ihr beide mal hier rüber. Du fährst nach hier. Schiff unter Beschuss. Na komm. Na komm, Alter, Kumpel. Was ist denn nicht mit dir? Wenn man so lange für so eine scheiß Route brauchen kann hier. So einen kleinen Umweg da. So, du fährst dann hier rüber mit deinen. Oh, ihr seid fast wieder ready. Das ist ja hervorragend. Dann könnt ihr ja schon mal alle wieder in Richtung alte Welt fahren. Nach Milchbuchen. Und du ebenso. Alte Welt. Milchbuchen. Weg, drücke weg. Und dann kümmern wir uns jetzt ja mal in aller Ausgiebigkeit um die Dekoration. Lufthafen-Café, ganz klare Kiste. So, hier kommt das Café hin. Leider nicht hinstellen. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Dann machen wir mal hier eine kleine Waiting Area. Dann kommt hier so ein Airport Sign hin. Airport, damit auch jeder weiß, dass das hier der Airport ist. So, und dann kommen hier. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. So ein paar Hütten hin.
Eine Krankheit ist ausgebrochen. So. So in der Art war das geplant. Es wäre erstmal schön, wenn man hier irgendwie einen besseren Boden hätte oder sowas. Aber das ist okay. Gehen wir mal hier rüber. Kultur. Fußgängerzonenornamente. Sehe ich gerade nicht so. Ich hätte gerne gerade mal das hier. Aber um hier ein paar Kisten hinzustellen. Da könnte man doch das hier auch mal so machen. Ja, das ist so ein leichter Übergang, also ein besserer Übergang ist. Das nehmen wir nicht. Wir nehmen ja nur Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Vielleicht auch mal hier so ein kleiner Stahlträger. Ansonsten Kisten. Fertig zum Versand gepackte Waren, die dann in der neuen oder alten oder irgendeiner anderen Welt verteilt werden können. So, soll nicht groß sein, soll nur so ein kleines Lagerchen sein. Zack. Ja, komm her. Dann geht's hier einmal hin, da einmal hin, so. Einfach nur so ein bisschen was. Kommen hier vielleicht noch eine Palme mit hin. So. Ja, so ist doch nett. Und dann geht's hier raus. Hier vorne kommt irgendwas Vergleichbares hin. Sowas nicht. Sowas nicht. Hm. Nö. Der kommt hier hin. Nicht schön, aber passt schon, denke ich. Ist schon okay. Und dann können wir hier für Le Airport, für L'Airport hier noch ein bisschen geile Dekoration setzen. Das Café steht da jetzt ja schon. Pass auf, dann kommt hier mal so eine Hütte hin. Hier so eine Hütte. Hier in die Mitte kommt eine Uhr, damit man auch weiß, wie spät es ist. Anderer eben zu schätzen. So. Achso, ja, nee, das war doch richtig. Hier Kultur, darüber. Hier, das hier will ich gerne haben. Palme, Palme, Palme. Das hier gefällt mir aber irgendwie nicht. Okay, ist immer wieder das gleiche, was hinkommt. So, und dann hier vielleicht noch so eine kleine Palme. Sowas. Damit kann ich mich im Großen und Ganzen zufrieden geben. Das ist ein Airport nach meinem Geschmack. Und hier. Komm, jetzt machen wir den mal hier rüber. Dann können wir hier vielleicht noch so ein kleines Tor reinsetzen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt. Wunderbar. Und jetzt geht's hier mitten nicht los. So.
so einen kleinen Bahnhof hier reinsetzen. Nee, das hier will ich. Das da, so. Gehen wir mal hier rüber, so. Hier das auch noch ein bisschen weiterführen lassen, so. Und hier kommt dann das hin. Kupferrohre und so. Nee, das ist nicht. So, ein bisschen Ware. Der kommt nach da. So ein kleiner Wasser. Der könnte doch hierher. So, quasi auf das Abstellgleis zusammen mit der Tanke. So, hier so ein kleines Bahnpförtnerhäuschen. Ist eine Frage. So müsste der ja eigentlich, ne? Da auch noch eins hin. Dann können wir hier drüben eigentlich mal so eine kleine provisorische, obligatorische, dekorative Baustelle hinpacken. Da kommen die Abflussrohre hin. Da versuchen sie was zu zerrammen. Kleiner Sägeplatz. Daneben die Kupferrohre. Baustellenzaun lassen wir jetzt gerade mal weg. Ach, ein Kohleturm ist das. Ach so. Könnten natürlich hier vorne auch einfach mal sowas machen. Nur um die Züge noch ein bisschen weiter zu entlasten. Und der hier kann natürlich auch einmal durchfahren. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall hier alles kreuz und quer einmal eingesackt. So, setzen wir mal hier. Ich habe keine Ahnung, was das für Zeichen sind, aber die sehen irgendwie dekorativ aus. Andreaskreuz, das brauchen wir nicht. Eisenbahnwarnschild. Eisenbahnsignale. Einfach mal hier so, oh, so ein bisschen random vereinzelt mal die Teile hier hinstellen. So. Ja, das kleine Ding hier können wir das hier noch irgendwo mal mit hinsetzen. Eigentlich nicht so wirklich stört mehr als alles andere. Ich könnte natürlich hier so eine geile Baustelle, so einen richtig epischen Baustellenzaun hinsetzen. Kriegen wir hier das Dreieck? Ja, nice, so. Mach das mal weg. Es war natürlich klar, dass das falsch rum ist. Warum muss das denn falsch rum sein? Also, warum kann sich das denn nicht hieran ausrichten? Warum geht das nicht? Ach, scheißegal, bleibt jetzt halt so. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das ist schön. Weg. Du kommst hin. Irgendwie ist das auch falsch. Also, die sind doch auch falsch rum, oder? Aber gut, ich kann das nicht ändern. Ich kann die Ausrichtung davon ja nicht beeinflussen. Glaube ich. Auf
Auf jeden Fall müssen ja noch diese ganzen Rohre hin. Das ist... Okay, warte mal, das geht nicht. Das geht aber. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Eine Krankheit ist ausgebrochen. So. Dann einmal hier rüberwärts. Keine Ahnung, wo ich die Rohre hinlegen soll. So, wir gehen hier nochmal rüber. Okay, geht nicht. Dann halt so. Ah, gucke mal. So, und dann gehen die hier irgendwo nach unten. Na, das ist doch... Das finde ich gut. Das möchte ich gerne auch hier vorne haben. Aber das kriege ich hier vorne nicht hin, weil ich hier keine Rohre habe. Also kein Platz für weitere Rohre. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Keine Sorge, das kriegen wir hin. Obacht, Obacht. Hoppala. Wir machen das wie folgt, und zwar einmal. Machen wir das einmal so. Ja, lassen wir gerade mal so. Dann geht es nämlich hier herunter. Und hier geht es direkt... Ja, machst es halt so. Geht es dann direkt runter. Tschüss. Das Schiff unter Beschuss. Und hier machen wir das auch noch mal weg. So. Geht ja nicht. Machen wir es so. Guck mal. Dann geht es hier einmal hoch und da einmal. Runter. Ja, moin Jungs. Mehr als bereit. Ihr macht wirklich einen super Job. Und ihr fahrt mal bitte hier irgendwie weg. Ihr steht hier so ein bisschen im Weg. Bereit. Beidrehen. Fahrt mal bitte hier alle beiseite. Dankeschön. Ah ja, guck mal, der baut sich ja wieder schon auf. Ansonsten hat sich hier Bennett echt gut breit gemacht, kann man ja nichts sagen, ne? Die hat sich ja richtig schön die Inseln gesnackt auf der alten Welt. So, zurück in die neue Welt. Wir machen hier nochmal Tag, damit ich nochmal ein bisschen besser bauen kann. Finde ich doch nicht schön. Machen wir einfach mal das Ding hier. Vielleicht nicht ganz so pompös. Aber es passt schon. Warte mal, wir könnten doch hier auch... Ja, wenn wir den hier so machen. Mit was habe ich eigentlich gerechnet? Mit was habe ich eigentlich gerechnet? So, wenn wir das so machen, dann haben wir hier nur noch einen kleinen Eingang. Zack. Hier, so. Kann man nochmal ein paar Waren an- und abtransportieren. So. Dann brauchen wir das hier nochmal. Noch einmal, noch einmal. Zum hier rüberlegen, jawohl.
geht's nämlich hier irgendwann herunter. Oh yeah. So. So. Post. Hier die super krasse Imba-Baustelle. Mit den Baumaterials. Naja, gut, passt schon. Ach hier, der geile Bauwagen. Ja, 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 den habe ich noch irgendwie. Irgendwie sowas in der Richtung hatte ich noch vermisst. Ich erinnere Schiff mich. Unter Beschuss. Der Superbauwagen. Ansonsten Wasserrohr. Machen wir mal so. Und übrigens brauchen wir hier den hier. Schiff unter Beschuss. Was denn für ein Schiff überhaupt? Ach ja, erzähl mal nicht. Hier rüber. Ich habe lange an meinem Krieg. Warum gehe ich immer nach einem besser? So, so. So, dann brauchen wir den hier auch so. Ich hätte gerne für das Fußgängerzonen-Ding den hier. Aber der ist der Boden scheiße. Nee, 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 das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Nein. Definitiv was ganz klares. Nein, da müssen wir bei dem hier bleiben. Na, nicht schön, aber naja, ist halt zweckmäßig. So, hier geht's nicht da. Nur eine kleine Aufmerksamkeit. So. Noch übrig von der Speiserolle. So. Dann packen wir hier hinten einfach mal. Ja. Ich bin gerade hart am Überlegen, wie ich das jetzt hier mache. Also hier kommen noch ein paar zusätzliche Ölfässer hin, um hier das ganze Öl zu lagern. Dann kommt hier hinten so eine Hütte hin zum Arbeiten, Pause machen, Arbeiterpause machen. Hier kommt eine hin. Und ne, hier ist ja eigentlich einer. Alter, wie häufig muss ich denn da gerade drücken, ey? Holy shit. Ja, so ist besser. So ist besser. So gefällt mir das. Ja, ein paar Kisten können ja überall auf jeden Fall nochmal verteilt werden. Gerade hier in den Eckbereichen. Ah, da können wir auch ein bisschen loses Zeug machen. Hier hinten. Schieben wir dich mal einen nach vorne, dann kann da nämlich ein bisschen Sand hin und du kannst mal deinen Outfit ändern. Kisten. So. Mehr Kisten. Noch mehr Kisten. Stahlträger. Immer gut. So, das kommt dahin. Das kommt dahin. Was hat da? Das könnten wir doch hier mal hinpassen. Och, reiß es doch bitte einfach ab und mach da keinen Stress. Hier, so zwei geile Wassertürme. Ach, so, eins, zwei davon hin. Mehr Kisten. Schiff unter Beschuss. Ein paar Fässer. Können wir vielleicht ein bisschen durchmixen? So, so und so. Na, sieht ein bisschen besser aus auf jeden Fall schon mal. Hier.
Dreck. Ein Weg hier durch. So. Können wir auch schon mal alles voll mit Kisten stapeln. Kisten, Kisten, Kisten. Ja, passt schon. Der da noch mit rüber. Pass mal auf, dich drehen wir mal. So rum. Dann können wir nämlich hier noch so ein bisschen Krimskrams hinräumen. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, ja. Fässers. Sowas. Hier noch eine Stahlrolle, da noch eine Stahlrolle. Dann können wir hier noch so ein paar von den Dingern hinpacken, gefolgt von sowas. Und vielleicht sollten wir auch nochmal hier vielleicht einfach so ein paar Wasserrohre hinschmettern. So. Warum reißt du das denn nicht ab? Meine Güte. Hier, guck mal, sowas einfach hier nochmal hinsetzen. Das war doch mein Ansinn. So. Und dann die hier noch. Ja, können wir den da vielleicht mal wegreißen, weil der steht dann vielleicht wirklich ein bisschen doof. Dann ziehen wir den nämlich rüber. Sieht ein bisschen zugeballert jetzt aus hier vorne, aber das ist okay. Das ist für mich okay. Glaube ich. Hier sieht es so voll aus und auf der anderen Seite sieht es so leer aus. Das finde ich jetzt ein bisschen irritierend. Also, wir machen das mal andersrum. Wir können hier vielleicht so ein bisschen Unterbrechung in diesen ganzen leeren Bereich reinbringen, indem man hier einfach ein paar Kisten hinsetzt. Schiffe sind nie für die Ewigkeit. Passiert. Ein bisschen Krimskrams, okay. Na, dann einmal alles weg, bitte. Ach, Schiffe wurden gebaut. Ja, Tanker bereit. Besetzt die Station. Der muss so. Achso, der hat einen Itemslot. Das ist das Ding. Ja, ich bin platt. Okay. Naja, machen wir den. Neue Welt, hier sind wir noch nicht fertig. Hier drüben muss noch ein bisschen was hin. Das ist eher weniger. Das nicht, das nicht. Naja, machen wir sowas und, ach so, genau, Kupferrohre. Machen wir so. Schön, dich zu sehen, Onkel. Söhle. Das machen wir nochmal weg.
dann hier einmal die Kisten. Die Kisten. So. 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 Ja. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Ist schon wieder soweit. Naja. Anno halt, ne? Da vergeht die Zeit auch mal ein bisschen schneller. So, dann einmal das hier upgraden. Und ich würde sagen, unser netter kleiner Hafen, also Hafenbereich ist noch nicht fertig. Unser Bahnhofsbereich und Verladebereich ist okay so. Kann man so lassen, oder? Was meint ihr? Hier könnte noch was hin. Da müssten wir noch mal was hinsetzen. Ansonsten... Schön, dich zu sehen, Onkel. So, und hier vorne. Ja, komm, machen wir mal so. Warte, wir können das doch dann auch einmal so machen, dass wir das hier komplett wegmachen. Und dann so, und dann kann man da noch drüber fahren und dann kommt man theoretisch hier hinten auch noch auf korrekte Weise hin. Und was man auch machen könnte, wir nehmen das hier mal alles weg, ziehen hier mal eine Straße rüberwärts, setzen das hier nochmal hin. Ja, also das macht jetzt ja keinen Sinn. Wir müssen schon ein paar Kisten hin. Waren. So ein Scheiß muss hier hin. Ist ein Einzelner? Gibt es irgendwas? Ich glaube nicht. Müssen wir das vielleicht doch mal so machen hier. An der Stelle. So ist das doch schick. Die passen jetzt hier mal nicht wirklich hin, aber die könnten gehen. Ist das Schweden? Ich glaube, das ist eine schwedische Flagge, ne? Ich bin gleich gut in Flaggenkunde, deswegen verzeiht, wenn das jetzt gerade nicht Schweden war oder ist. So. Ein bisschen Grün hier noch mit rein. Ist so schön. Ist so nett. Ja, schön. Schön, schön. Bin sehr zufrieden mit dem Outcome. Und ich möchte hier wirklich kein einziges Haus auf dieser Insel. Ich war gerade überlegen, ob ich hier drum noch so ein paar Häuschen setze. Aber nee. Nö. Nö. Nix. Nix Hauses. Hier kommen gleich 100% Bananen hin. Und... So. Warte mal, das hier ist doch Melitta. Genau, dann machen wir doch Melitta mal wieder alle Ehre, indem wir, Obacht, erstmal hier so ein Treibstoffding hinsetzen. So. Nämlich hier. Keine Ahnung. Machen wir mal so. Zack. So. Mir fehlen Steine, Stahl und Holz. Hat das echt so gut gepasst hier alles? Hä? Achso, stimmt. Ich habe ja hier noch einiges aufgebaut und den hier zum Maximum gepimpt. Gut. Dann brauchen wir mal eine neue Route. Eine Ölroute. Von hier nach da.
Und hier wird das eingeladen, da natürlich aus. Und da fährst du jetzt einfach mal los. Viel Spaß. Und die Route wird gepackt nach Neue Welt. Und du wirst verschoben nach Neualt. Und du wirst verschoben nach Cap Trelawney. Und du bist einfach irgendwas anderes. Okay, gut. Theoretisch sollte ja einer erstmal reichen. Wir haben gerade Minus gemacht. Wenn auch nur kurz, aber das ist schon mal ein klares Warnzeichen. Ganz klares Warnzeichen. So, Kaffee. Wir benötigen Kaffee. Journaleros, Kaffee. Aber da wäre es doch vielleicht schön, hier eine Hacienda hinzusetzen. Oh. Die hat ja null Reichweite. Wenn die so kacke, also wenn wir keine Bevölkerung haben, haben wir keine Hacienda-Reichweite. Das heißt, entweder ich mache alles ohne Hacienda. Oder ich muss hier doch eine kleine Siedlung hinsetzen. Hier würden so ein paar Häuser hingehen, ne? Ja, scheiß drauf. Dann muss ich vielleicht, also, weil ich die Hacienda wirklich gerne bauen möchte, weil die auch echt gut ist, würde ich hier schon gerne ein paar Hütten hinsetzen. Beidrin! Okay, guten Morgen. Shoot him. Mal, die Bismarck ist ready. Sehr schön. Ach nee, Wisconsin ist das. Fährst du mal wieder mit nach hier unten. So, und hier werden jetzt nochmal Holzmaterialien geladen. Und Steinmaterialien. Und du kannst deine Dampfmaschinen hier abladen. Und dann fährst du hier, fahrt ihr hier herüber. Ich würde mal sagen, wir machen mal hier so einen schönen kleinen Screenshot. Oh, die Insel dahinter sieht noch ein bisschen karg aus. Wir bauen hier noch ein paar Häuser hin. Wir können aber mal hier schon mal Blaupausenmodus aktivieren. Machen wir mal so. Kann man nämlich hier so einen verlängerten Weg hin. Oder halt auch nicht. Aber man könnte es in der Theorie. Naja, fast. Na, das machen wir mal hier wieder auf altbackenen Stil. So, in dieser Vorrichtung. Das passt hier ganz wunderbar hin. Ja, machen wir das. Nein, dann machen wir das einmal bitte so. Dann können wir ja aber hier das Postzentrum ja doch noch hinsetzen. Das passt hier leider auch viel zu gut gerade rein. Deswegen müssen wir hier. So. Da brauche ich natürlich Holz und Steine für. Höhe stabil. So, Holz und Stein. Abkühlen. Nehmen wir noch mal ein bisschen Stahl mit.
glaube auch nicht, dass wir so viele Steine brauchen. Wir brauchen erstmal mehr Holz. Manövriere. So. Kommt der hier einmal rüberwärts? So, dann ist das schön symmetrisch. Symmetrisch-propetrisch. Kultur, hallo. Du liebliche Kultur. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Fine for me. Okay. Er versucht sich ja wieder ein paar Inseln zu snaggen, der Schlawiner. Hi. So ja nun nicht. Kann ja nicht so gut heißen. Bereit zum Abheben. Und ich würde dann demnächst die Postbotenschiffe zu Harpien machen. Die Harpien sind scheinbar echt super fix. So wie ich das ja mitbekommen hatte. Ich denke, die sind auch exakt für diese Dinge geplant gewesen. Einmal bitte abladen. Dankeschön. Und gleich wieder zurück. Das geht nicht. Zack, zack. Das geht schon. Badam, badam, badam. Feuerwehr. Ziemlich gut hin. Das machen wir. So. Los Kapelinski. Ne, dann machen wir mal so rum. Ein Krankenhaus wäre noch gut, ne? L'Hospital. So. Nee, das passt schon so. Hier geht nochmal ein Weg runterwärts.
Weise uns den Weg zum Horizont, wo die Klar. Frei. Verrat es keinem. Bist du bescheuert? Warum soll ich denn jetzt Schiff deinen dämlichen Leuchtturm hier fotografieren? Guck mal, ist nur ein bisschen was von deiner Insel mit drauf. Herzlichen Glückwunsch. Hä? Weiß jetzt auch keiner, warum ich das, diese Aufgabe jetzt gekriegt ein Schritt habe. Näher zur Freiheit. So, bitte geben Sie mir dann noch ein bisschen die Holze. Ja, ist doch okay, dankeschön. Zur Hölle mit der Kunst. Ich will mein... Sie werden das alles nie wirklich zu schätzen wissen. Sehen. Der Widerstand Ihres Feindes bröckelt. Dass ich diese Nachricht auch immer erst 12 Jahre später bekomme, ne? Naja. Wo du hintrittst. Deine Inseln sind voller Wunder. Okay. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Eine Krankheit ist ausgebrochen? Ach ja, mein Gott, ey. Das, also die Arktis, ob da jetzt Pest und Cholera grassiert oder nicht, das ist mir sowas von Bums. So, guck mal, wir haben jetzt hier eine kleine Siedlung. Wie ist... Ach, warte mal, Postamt. Las Postas Amtas. Ich glaube, das macht mehr Sinn, hier mit Briefkästen zu arbeiten. Wenn ich die jetzt hier noch besser überall reinpuzzeln kann. So in etwa. Ah, schade. So. Forschungsbericht über die neue Welt. Keine Ahnung. Wie das funktioniert, aber ist okay. Frachtschiff steht bereit. So, dann das bitte einmal abladen. Das beides weg. Und dann fahrt ihr bitte wieder hier rüber. Ich glaube, da werde ich nochmal was brauchen können. Hier machen wir aber erstmal ein paar ordentliche Straßen, das wollte ich sagen. So, hier. Damit wir jetzt hier in the middle of the city okay, pass mal auf. Das kommt weg. Schiff, das kommt nach Stapel da hinten. Gelaufen. Das wird gedreht. Das kommt dahin. Das kommt dahin. Das kommt dahin, das kommt dahin. Und da kommt jetzt richtig unnötigerweise so ein fettes Ding hin. Schiff unter Beschuss. Ja, verpiss dich. Wir drehen rein. So, viel Spaß beim Einsammeln. Ich muss hier meine... Ich muss mich erstmal anders hinsetzen und feststellen, dass meine Zeit ja wieder mal abgelaufen ist. Heiliger, Popeiliger. Zeit schon wieder rum. Aber das ist doch ein Screenshot, der sich sehen lassen kann. Bild erstellt. So. Und in dem Sinne sage ich einmal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten und fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl. Werts, Volk.